Ich war kurzsichtig, schon seitdem ich, glaube ich, 10 Jahre alt bin und habe über 20 Jahre auch harte Kontaktlinsen getragen, um die Kurzsichtigkeit, die bei mir sehr schnell vorangeschritten ist, aufzuhalten. Bin aber damit an sich gut zurechtgekommen und war auch Brillenträgerin. Am Tag der OP bin ich gegen Mittag gekommen, nach einem kurzen Arbeitstag, und habe dann gleich einmal zur Begrüßung und, glaube ich, auch zur Entspannung ein Gläschen Prosecco bekommen, was genau meins ist. Somit hatte ich mir den richtigen Arzt und die richtige Ordination ausgesucht. Entspricht genau meinem Naturell. Das hat sehr geholfen, hat mich sehr entspannt, weil ich war doch etwas nervös und angespannt davor, obwohl ich mir an sich von der Operation her keine Sorgen gemacht habe und keine Gedanken. Ich bin dann recht rasch rangekommen. Wurde nochmal alles erklärt, nochmal kurz untersucht und so weiter. Die OP selber ist eigentlich recht rasch vergangen. War eigentlich bis auf einen Druck auf der Augenhöhle, was ein bisschen unangenehm war. Es hat aber 30 Sekunden gedauert und man hat mit mir abgezählt, was auch sehr angenehm war. Habe ich nichts gespürt, gar nichts. Nachher flashig das Aufsetzen und dann hat mir der Herr Doktor gleich gesagt, na, wie spät ist es? Dann habe ich gleich die Uhrzeit ablesen müssen, und das hat auch funktioniert, obwohl ich eigentlich mit ursprünglich über 6 Dioptrien kurzsichtig war. Dann war das eigentlich harmlos, dann habe ich die Sonnenbrille bekommen, die Erklärung, wann ich welche Tropfen nehmen soll, wurde dann nach Hause gebracht von meinen Eltern und musste dann die Augen zulassen, so gut es geht, den ganzen Nachmittag, aber sonst habe ich problemlos dann von, glaube ich, 11 Uhr am Abend bis zum nächsten Tag um 8 in der Früh geschlafen. Ohne Schmerzen, ohne irgendwas, hatte keine der angeblich angegebenen Nebenwirkungen wie Kratzen oder sonst irgendwas. Also bei mir war das extrem komplikationsfrei. Nach der OP war das einzige für mich quasi mühsame, dass ich halt meine Augen zulassen musste, weshalb ich trotz Zuhause-Liegens nicht fernsehen konnte. Wie gesagt, schlafen die ersten Nacht war kein Problem. Dann habe ich gleich am nächsten Tag in der Früh die Nachuntersuchung gehabt. Da wurde mir die Schutzlinse rausgenommen und ich war dann, glaube ich, am Abend gleich das erste Mal einen Glühwein trinken. Also ich war eigentlich, ich habe es brav eingetroffen, die Augen, wie es sein sollte, aber ich habe null Schmerzen, null Kratzen, null irgendwas gehabt. Also ich habe schon 8 gegeben, natürlich, wie ich sollte, aber das ist eigentlich sehr rasch sehr viel besser geworden und einfach im Laufe der Zeit auch immer weniger, auch mit den Feuchtigkeitstropfen, dass es halt einfach weniger notwendig war oder weniger das Bedürfnis hatte, sie zu befeuchten, die Augen, bis hin zu eigentlich gar nicht, beziehungsweise nur wenn ich dann tränke, einmal sie einzutropfen, weil ich denke, es tut vielleicht gut, aber nach 6 Monaten mache ich es instinktiv vorm Schlafen gehen. Ich habe gleich nach meiner OP, witzigerweise, weil ich mit Freunden ins Gespräch gekommen bin, den Mann einer Freundin empfohlen. Der ist dann auch, glaube ich, einen Monat nach mir gekommen, war sehr begeistert auch und ist auch jetzt happy nach 5 Monaten, hat alles gut funktioniert, ähnlich kurzsichtig wie ich. Ich versuche es allen meinen Freunden, die annähernd gleich blind sind, wie ich es gewesen bin, zuzureden, es zu machen und keine Angst davor zu haben. Ja, ich würde es auch wieder machen, auch wenn ich Komplikationen gehabt hätte oder vielleicht habe oder wieder was zurückkommt oder was auch immer. Würde ich es wieder machen. Also definitiv eine Lebensqualitätsverbesserung, und jeder, der nur annähernd eine Brille tragen muss oder Kontaktlinsen, kann das nachvollziehen, wie es ist, mal in der Früh aufzuwachen und einfach nichts zu brauchen und sehen zu können. Das ist echt genial. Vor allem, ich mache viel Sport, das ist auch da sehr angenehm, mit Wasser und Laufen gehen und Schwitz-Yoga oder Bikram-Yoga, was ich mache, oder Tennis spielen. Das ist einfach nicht vergleichbar zu vorher. Deswegen jedenfalls zu empfehlen.